Stefan Meross, 47, zeigte sich nach seinem Eheaus mit Anna-Karina Wojcik, 30, vertraut mit Evelyn Bodecki, 34. Geht da was? Die ehemalige Dschungelcamp-Siegerin bricht ihr Schweigen. Nach Eheaus mit Anna-Karina Wojcik, ist auch Stefan Meross frisch verliebt? Lange galten Anna-Karina Wojcik und Stefan Meross als das Traumpaar der Schlagerbranche. Doch damit ist jetzt Schluss. Durch Anna-Karinas Teilnahme an der Show Skate Fever geriet die Ehe in eine Krise, seit rund einem Monat gehen die Schlagerstars nun getrennte Wege. In einem gemeinsamen Statement heißt es unter anderem: Wir hatten eine wunderschöne und verrückte Zeit, haben uns durch so manchen Sturm gekämpft und können uns immer noch liebevoll in die Augen sehen. Getrennt und doch zusammen, Individuen und trotzdem eine Einheit, Seelenverwandte und nun geht jeder seinen eigenen Weg. Die Trennung scheint endgültig. Anna-Karina Wojcik hat bereits einen neuen Mann an ihrer Seite. Den österreichischen Manager Daniel B. lernte sie kurz nach der Trennung von Stefan Meross kennen. Doch auch der Schlagerstar scheint schon wieder in Flirtlaune zu sein. Nachdem er erst mit Kate Merlan gesichtet worden war, zeigte er sich vor ein paar Tagen auch mit Evelyn Bodecki. Die ehemalige Dschungelqueen veröffentlichte in ihrer Story ein Video, das sie vertraut mit dem 47-Jährigen in einem Warschauer Club zeigt. Es ist unschwer zu erkennen, Evelyn Bodecki und Stefan Meross haben eine ziemlich gute Zeit zusammen. Evelyn Bodecki bricht ihr Schweigen. Inzwischen wissen wir, Evelyn Bodecki und Stefan Meross haben sich aus beruflichen Gründen in Warschau zusammengefunden. Die beiden standen in der polnischen Hauptstadt für die SAT-1-Show die Comedy-Märchenstunde vor der Kamera und ließen sich dort auf einen kleinen Flirt ein? Evelyn Bodeckis Management wollte die Spekulationen um einen Flirt mit dem Musiker nicht kommentieren, dafür äußerte die 34-Jährige sich jetzt selbst zu dem heißen Gerücht. RTL-Moderatorin Frauke Ludowig hakte bei Evelyn nach und diese erklärte: Wir sind Kollegen. Wir haben zusammen eine super tolle Märchenshow. Doch die Promi-Expertin weiß, dass Evelyn Bodecki ziemlich gut in Stefan Meross Beuteschema passen dürfte, schließlich ist eine gewisse Ähnlichkeit zu Anna-Karina Wojcik da. Und so meinte Frauke Ludowig zu Evelyn Bodecki, dass sie und Stefan Meross ein gutes Paar abgeben würden. Evelyns Reaktion? Sie lachte und ergriff die Flucht.